Ich glaube so am Ende oder so, weiß ich nicht. Nehme ich einfach mal mein komplettes Haus mit dem Ding auseinander. Einfach so, weil ich. Einfach so, weil ich's kann. Also, einfach so, weil es halt geht. Was war jetzt damit? Mann. Keine Ahnung. Tun wir es einfach mal dahin. So. Tschüss. Brauche ich ein. Warte. Hier, ich habe doch hier mein Gerät. Brauchen wir hier Erde. So. Wunderschön. Und den Stein hier, den. Was weiß ich. Das sieht auch kacke aus. Ja, wisst ihr was? Das war jetzt wieder sinnlos, was ich gemacht habe, aber egal. Schmeißen wir einfach da rein und fertig. So, da ist weg. Meine ganzen Enchantings habe ich hier rein gemacht. So, Reaper brauchen wir nicht mehr. Infinity ist Bogen, Flamme, Pouch. Ich hätte die vielleicht sortieren sollen. Hier Silk Touch wollte ich haben. Silk Touch brauchen wir nicht mehr. Effizienz machen wir da nicht wirklich drauf. Dann vielleicht Looting, weil das Ding ist ja auch ein Schwert. Schärfe. Und vor allem Soulbound. Soulbound ist das Wichtigste. Ohne das geht gar nichts. Und dann gucken wir mal. Man kann da Enchantings draufschmeißen. Okay, dann schauen wir mal. Wir machen jetzt zuallererst mal Silk Touch drauf. Dann Schärfe. So. Alter, 80 Attack Damage. 80? Ey, ich box den Würser damit. One-Hit-K.O. Ne, One-Hit nicht. Ne, One-Hit nicht. Ne, der hat 300 HP und ich mach dem dann 80 Schaden. Aber 80 HP mit einem Schlag. Ey, ich bin der Mächtigste jetzt hier auf dem Server, also. Ich will mal ganz ehrlich von dem Ding eine Schelle kassieren. Mal gucken, wie meine Rüstung dann darunter leidet. Obwohl, die Rüstung, die brauche ich ja jetzt halt nicht mehr so wirklich. Ich lasse die jetzt mal noch so. Ich wollte eigentlich mal kurz demonstrieren. Es geht gleich weiter, meine Freunde. Es geht gleich weiter. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Sandsteinwelt. Okay, Minecraft ist nicht abgestürzt. Das ist schön. Dann das hier auf 9. Das hier auf 9. So, wo willst du denn? Tschüss. Bräuchte ich mal irgendwie so eine ganze Monsterschar. Ah, egal. Das haben wir gleich. So, hier Achtung, Loch tief. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal unser eigenes Loch hier so ein bisschen. Wo macht man mal das? Hallo? Einfach alles tot. Alles. Fupp. Ja, schönes Gerät, ne? Finde ich gut. Schnauze. Ja, wirklich, Schnauze. Das Ding, ne? Das ist so krass einfach. Das ist so krass. Ja, den ganzen Plunder weg. Aber die EP, die nehme ich gern. Schnauze. Ich bin völlig unbesiegbar jetzt. Ich teile aus und steck ein. Ja, wirklich? Juckt mich nicht. Was ihr komischen Zombies da von mir wollt. Ich schlag hier alles im Umkreis von 25 mal 25 Blöcken kaputt. Schon fast Nuklearschlag, ey. So, wir machen aber mal wieder das Ding runter. Oder hier brauchen wir Holz. So, direkt, zack. Also der baut ja auch alles ab, also das ist ja Spitzhacke, Schaufel und Axt in einem. Auch wenn man da drin keine Axt vercraftet, aber das ist ja auch egal. Tschüss. Oh, da habe ich einen Goldnugget. Tschüss, der kann weg, den brauchen wir nicht.
Was wollte ich jetzt? Ah ja, genau. Ich wollte den AOE Safe Mode jetzt aktivieren. Weil der AOE Safe Mode verhindert, dass ich hier wirklich alles kaputt schlag in meinem Haus. ...0,6 True 1x1, 1. Gut, es ist nur Attack Damage. Und das ist hier, das ist sowieso nichts zugewiesen. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich habe die Macht. Gib mir alle EP. Ich will alle EP, du! So. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal den Weather Collector. Habe ich jetzt so beschlossen, aber ich habe keine Bliss Rods mehr. Was ist das? Keine Ahnung, ja, Blaze Rods, Blaze Lamp, Botania. Ja, wow, doll. Kann ich die aus Blaze Powder herstellen? Fünf Stück im Kompressor, na also, das ist doch endlich mal ein Wort. Ein Hoch auf Industrial Craft. Jawohl, perfekt. Ja, ist für meinen Geschmack immer noch ein bisschen zu schnell. Jetzt ist auch die Axt hier sinnlos. Die hätte ich mir gar nicht neu craften müssen, aber das war... Also das habe ich gemacht, bevor ich beschlossen habe, dass ich mir das ganze Zeug hier mache. Naja. So. Okay, den Wetter Collector wollte ich machen. Dazu brauchen wir ein Buch. Brauchen wir einen Enchantment Table. Oder warte mal, habe ich da nicht sogar noch einen? Habe ich sogar, das war für das, für die, ich habe das TNT weggeworfen, na toll, dann machen wir es neu, zweimal TNT. Und jetzt haben wir den Wetterkollektor, wer braucht schon Mutter Natur? Pff, ich doch nicht, ich mache hier alle hier manuell und so. So, da muss man jetzt, glaube ich, einen Emerald reinschmeißen. Dann kann man hier sagen, er soll den Regen anmachen, er soll den Regen ausmachen oder er soll ein Gewitter machen. Wir haben ja so ein paar Emeralds und das macht er halt vom Ding, vom Redstone-Signal her. Man kann auch jetzt halt hier einen Rain-Sensor craften. Das heißt, immer wenn es anfängt zu regnen, kommt ein Redstone-Signal, löst die Maschine aus und die Sonne scheint wieder. Das wäre für meine Solarzellen ganz praktisch. Aber im Moment begnügen wir uns einfach mal mit einer Demonstration. Hier Emerald. So, ein Emerald macht 10 Charges. Bin beeindruckt. Also funktionieren tut es einwandfrei. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Must-Have, sage ich mal. Das, was mache ich damit?
schön brav. So, das stellen wir jetzt einfach mal dahin. So, dann machen wir uns den Sandiel. Boah, das ist so eine richtig krasse Aufnahme heute. Ich freue mich so richtig. Da brauchen wir ein Dragon Egg. Und ein Enchantment Table. Okay, Enchantment Table. Habe ich schon alle Draconicors verbraucht? Ach stimmt, ich habe ja das alles direkt mit Netherstars umgewandelt. Ja, und dieses Ding hier, das macht jetzt einfach Folgendes. Das beschleunigt den Tagesablauf. Ich mache mal die Musik kurz ein bisschen leiser, weil ich sonst rumschreie und das wäre jetzt nicht so gut. Und zwar können wir das jetzt hier hinstellen. Dann machen wir hier den Hebel dran. Oh, das ist laut. Ist das geil oder ist das geil? So geil einfach. Das ist einfach so geil. Was ist das denn? Geh mal weg. Das ist einfach so geil, ey, dieses Ding. Nacht. So, habt ihr davon. Das Ding ist mir immer noch zu schnell eingestellt, ganz im Ernst. Das ist einfach so krass, ey. Nein! Boah. Ich habe gerade so ein bisschen Angst hier mit dem Drakon, aber ich kann ja damit sowieso alles abbauen. Was ist denn los mit dem? Was? Ich will, dass das Symbol hier nach... Dann halt nicht, ey. Tschüss. Mal Tür zu. So, jetzt haben wir Nacht draußen. Bett können wir wegreißen. Brauchen wir nicht mehr. Ist überflüssig. Können wir einfach die Nacht überspringen. So, den Mobgrinder haben wir ja schon. Den kennen wir ja. Der ist ja unten beim Wither. Da chillt der so ein bisschen. So, ja. Dann kommen wir mal zu den angenehmen Sachen des Lebens. Und zwar kann die scheiß Rüstung mal weg. Kann ich mal hier zum Aufladen tun. Tschüss. War schön mit dir. Muss ich noch so ein Armor-Stand muss ich da noch craften. Jetzt wird's aber erstmal lustig, denn wir müssen uns jetzt erstmal die Wyvern-Rüstung craften. Dazu brauchen wir erstmal eine komplette Diamant-Rüstung. So, und ich habe es mal ausgerechnet, für die komplette Draconic-Rüstung braucht man 60 Diamanten, ne? Also nicht wundern, also wir brauchen jetzt zuallererst mal 4 davon. Das heißt, wir brauchen 16 Redstone-Blöcke. Und 16 davon. Davon haben wir ja keine mehr, oder? Doch, haben wir sogar noch einen. Super. Nein, nicht 16. 4 Stück bloß. 4 Stück. 4 Stück. Das heißt noch 3. So. Gut, dann haben wir 4 Stück. Dann einmal Wyvernhelm. Free Breathing. Freies Atmen also, okay. Ach ja, der wird vom
Wireless Charger aufgeladen. Gut, soll er tun. Dann haben wir die Wyvern Chestplate High Resistance. Alles klar. Dann haben wir die Hose. Run like the wind. Renne wie der Wind. Mache ich sehr gern. Und Federfall, die Boots. Gut, da haben wir jetzt halt schon mal die Grundsachen. Das Ganze lädt jetzt hier noch auf. Ich warte mal ganz kurz. Achso, ich musste nur mal Inventar neu öffnen. Okay. Schön, dann brauchen wir 4 von diesen Geräten hier. Das heißt, wir brauchen 4 mal 4. Das sind 16 davon und 16 mal 4. Das ist ein Stack Redstone-Blöcke. Gönnen wir uns einfach. Gönnen wir uns. Ja, gönnen wir uns. Ja, so richtig, ey. Was fehlt mir? Ich mach gerade ein bisschen vorsichtig. Achso, die hier. Okay. Weil vor allem, wenn es um diese Draconic-Sachen geht, eigentlich theoretisch könnte ich was verschwenden, aber ich will's nicht. Weil ich will mir wirklich alles machen. Und deswegen, ne, müssen wir so ein bisschen aufpassen. Also boah, das hier, da brauche ich 4 davon. Dann kriege ich direkt hier 16. Und dann kann ich hier Draconic Core. Mache ich davon 4 Stück. Perfekt. So, haben wir 4 Stück davon. Und dann brauchen wir davon welche? 4 Stück. Okay, dafür brauchen wir noch einen davon. Und dafür brauchen wir noch einen Netherstar. Okay. Alles klar. Dann gehen wir kurz runter. Machen noch einen Netherstar. Wither-Skelett. Gut. Nein. Wo sind sie? Da, den hier brauchen wir. Okay. Dann 4 Stück davon. Und na, wo ist er jetzt? Da ist er. Nein, ach Mann. So, diesen Kern hier, dann diesen Kern hier. Und dann haben wir 4 Stück davon. Perfekt. Und dann können wir uns jetzt direkt die Rüstung machen. Draconic Helm. Gliding, was auch immer, ich habe keine Ahnung. Die Rüstung. Fly like an angel. Draconic Leggings, Dance Like a Butterfly und die Schuhe Higer and Higer. Und damit haben wir jetzt die komplette Draconic-Rüstung gebaut. Ja, herzlichen Glückwunsch, der KKF. Du bist der krasseste Gamer auf der ganzen Welt. Nehmen wir uns mal kurz schlafen, während es da auflädt. So, und damit brauche ich jetzt halt auch nicht mehr den Angel Ring, glaube ich. Das Enchanting ist übrigens weg, weil ich da rumgecraftet habe, weil den kann man ja auf die verschiedensten Dinger hier umcraften und ja, da habe ich versehentlich das Enchanting verschmissen. So, wenn ich jetzt die Rüstung anziehe, kann ich fliegen wie im Creative. Und ihr seht, ich habe keinen Angel Ring mehr, gar nichts.
So, dann der Helm und das ganze andere. Sieht schon richtig krass. Oh! Alter! Alter Schwede! Okay, ich muss die Rüstung erstmal einstellen. Einen kleinen Moment. Ich pack die mal kurz hier rein, dass die mal vollig auflädt. 10 Millionen, ja, das ist ja alles kein Problem hier. So, das war's schon. Okay. Dann gehen wir mal die ganzen Sachen durch. Ich erkläre ja auch immer gerne ein bisschen was. Und zwar, der Helm verfügt über Night Vision. Ich kann jetzt Night Vision True machen. Wie man sieht, ich habe jetzt Night Vision. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt allerdings rausgehe, dann sollte die eigentlich ausgehen. Genau, Lock Night Vision. Wenn ich jetzt das mache, dann wird die Night Vision. Alter, das ist so geil. Das ist so geil, das ist so geil, Alter. Oh Gott, ich flieg hier rum, Alter. Ich freue mich gerade so ein bisschen. Jetzt wird sich bestimmt der ein oder andere denken, Alter, ist der bekloppt oder so. Irgendwie, ich freue mich, Alter, ist so geil. Ist so geil, Alter, es ist so geil, ich schwöre euch. Macht euch diese scheiß Rüstung, wenn ihr dieses Modpack spielt, die ist so geil, einfach so nice, ey, so nice. Einmal hat noch so einen Gleitflug, ne? Ist ja schon krass. So. Und vor allem, man muss jetzt nicht mehr springen. Okay, und was dieses Magical Sense ist, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Auf jeden Fall, ich kann jetzt Night Vision True machen, das heißt, ich bekomme jetzt Night Vision. Wenn ich jetzt allerdings in einer hellen Umgebung bin, dann ist die Night Vision deaktiviert. Wenn es jetzt zum Beispiel Nacht wird, dann aktiviert sich automatisch die Night Vision und deaktiviert sich wieder zum Morgen. Also das ist extrem gut und ich bekomme auch keine Blindness wie bei der anderen Rüstung hier, bei der Quantum-Rüstung. Ja, ja, die Quantum-Rüstung. Alter Schwede. So, so viel zum Helm. Also der Helm macht eigentlich nur Night Vision.